Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben im letzten Video diese Klasse Metronom geschrieben, die jetzt ein Event enthält. Und ich schiebe diese Klasse noch in eine eigene Datei. Und dann möchten wir eben diese Klasse mal in unserer Main-Methode einsetzen. Und damit man das machen kann, schreibe ich noch eine ganz kleine andere Klasse, die heißt eben Lauscher. Die hat eine Hör-zu-Methode. Und das Einzige, was ich hier mache, ist console-write-line. Ich hab's gehört. Oder vielleicht für dieses Beispiel mache ich, hier ist der Tipp. Und was wir uns jetzt erstellen, ist einmal ein Metronom und einmal einen Lauscher. Und ich greife jetzt auf das Metronom-Tick-Event zu. Und dieses Event ist ja letztendlich nichts als ein Delegate, haben wir im letzten Video gesagt. Und das heißt, wir können an dieses Event, genauso wie an Delegates, eben mit dem Plus-Ist-Gleich-Operator Methoden anheften. Und das erste, was ich mache, ist die Console-Beep-Methode aufzurufen oder anzuhängen, nicht aufzurufen. Und eben die Lauscher.hörzu-Methode. Wenn ich das gemacht habe, dann rufe ich die Start-Methode auf und blockiere dann diesen Thread mit Readline, sodass der User sozusagen eben hier abbrechen muss, indem er Enter drückt. Metronom gestartet. Bitte Enter drücken zum Stoppen. Und wenn wir das eben gemacht haben, brechen wir das Ganze ab mit Metronom Stop. Und auch dann mache ich nochmal einen Console Readline, damit eben man auch wirklich sieht, dass dann das Metronom aufhört. Okay, wenn wir das hier jetzt gemacht haben, ist natürlich die Frage, wie funktioniert das Ganze nochmal genau? Wenn wir hier plus ist gleich auf einen Event aufrufen, dann heißt das nicht, dass wir letztendlich delegate.combine aufrufen, sondern wir landen dann eben beim Metronom in dieser Add-Methode. Diese Add-Methode sorgt natürlich intern dafür, dass dieser übergebene Delegate hier zu diesem Delegate mit hinzugefügt wird. Also dass hier eben Multicast Delegate kriegt mehr Aufrufer. Wenn ich hier analog minus ist gleich aufrufen würde, irgendwann später, sorgt das eben dafür, dass die entsprechende Methode wieder deregistriert wird. Aber bitte merken Sie sich, wenn Sie hier Events anbieten, also wenn Sie sich an ein Event registrieren, dann macht dieses Plus ist gleich eben den Aufruf zu Add. Wenn Sie eben direkt auf Delegates operieren, dann wird daraus eben ein Multicast Delegate mit entsprechender Aufrufliste. Und wir starten jetzt einfach mal das Programm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man dieses Console Beep eben nicht hören wird auf diesem Video, aber ich kann Ihnen versichern, dass man es eben bei mir hört. Und Sie haben es ja auch in der Vorlesung gesehen, dass es funktioniert. Und hier haben wir eben dieses Hör zu, das werden Sie auf jeden Fall dann eben sehen, wenn wir uns die Konsole anschauen. Und deswegen starte ich jetzt einfach mal das Ganze. Bitte bedenken Sie, dass eben dieses Start hier dafür sorgt, dass wir eben einen neuen Hintergrundthread erstellen, auf dem dieses Metronom eben läuft. Okay, starten wir das Ganze. So, und wir sehen hier eben, dass wir... Entschuldigung, falsche Taste. Ah,
Also ich starte es nochmal, ich habe mich gerade hier verklickt. Was ich eigentlich zeigen wollte, dass ich hier reinzoome. Wir sehen hier, dass eben der Tick periodisch ausgelöst wird, eben jetzt mit 120 Schlägen pro Minute. Oder eben umgerechnet wären das, glaube ich, 500 Millisekunden. Und wir sehen hier eben, dass dieser Tick immer wieder ausgelöst wird. Man hört jetzt leider nicht, dass auch der Beep ausgelöst wird von der Konsole. Aber zumindest auf dem Video sehen Sie, dass dieser Event ausgelöst wird. Jetzt stoppe ich eben das Ganze mit einmal Enter-Taste drücken. Wir sehen, es geht dann nicht weiter. Und mit nochmal Enter beende ich eben das Programm. Okay. Wir sehen hier auch nochmal, dass es vollkommen egal ist, ob eine Methode statisch ist oder eben eine Instanzmethode ist. Man kann eben über Delegates beides referenzieren, auch gemischt, wie wir sehen. Also der Delegate, der letztendlich hier dahinter liegt, dieses Feld, Tick, das referenziert jetzt eben über diesen Multicast-Delegate beide Methoden. Und wenn wir eben an dieser Stelle hier im Erzeuge-Tick sind, dann wird das Ganze eben ausgelöst. Wir können ja auch nochmal einen Breakpoint hier setzen, damit wir sozusagen auf dem Hintergrund-Thread dann sind und sehen, wie das Ganze dort aussieht. Also ich drücke hier mal F5 und wir sehen eben, das ist auch nochmal der Punkt, den ich eben sagen möchte. Unser Programm ist ja gestartet. Wir erstellen die Objekte, wir registrieren hier auf den Tick-Event, dann rufen wir Start auf und erst nach diesem Startaufruf wird der Console-Write-Line Metronom gestartet. Bitte Enter drücken zum Stoppen. Und auch das ist eben ein Hinweis, dass diese Funktionalität offensichtlich schon ausgeführt wurde. Wir sehen hier eben bei diesem Console-Read-Line, dass hier eben der Hauptthread bei diesem Punkt gerade steht, weil eben das hier untermauert ist und auf dem Hintergrund-Thread sind wir jetzt eben in dieser Methode angekommen. Und wenn wir auf die Konsole schauen, dann sehen wir, diese Sache ist auch schon ausgeführt worden. Das heißt, dieses Task.start ist wirklich asynchron. Hier wird eben diese Methode für die Hintergrund-Threads eingereiht, damit diese Methode über den Delegate eben auf einem Hintergrund-Thread ausgeführt wird. Danach kommt die Methode sofort zurück. Wir haben Start verlassen, sind dann auf dem Hauptthread eben wieder hier und führen diese beiden Statements noch aus. Und gerade ist eben der Hauptthread hier dabei, auf eine Eingabe vom User zu warten. Deswegen auch schon diese Ausgabe hier. Und jetzt sind wir tatsächlich erst in Erzeuge-Ticks auf dem Hintergrund-Thread angelangt. Es gibt auch die Möglichkeit, dass Sie das selber anschauen. Wenn Sie sich im Debug-Modus befinden, das heißt, Sie führen gerade ein Programm über Visual Studio aus und haben beispielsweise einen Breakpoint gesetzt und sind jetzt an diesem Breakpoint angekommen, dann werden standardmäßig alle Threads, in die Ihr Programm hat, auch angehalten. Also nicht bloß der eine, auf dem wir gerade sind, sondern alle. Und es gibt unter Debug, da zoome ich mal hin, Windows, die Möglichkeit, dass wir uns hier die Parallel Stacks anschauen. Und oder hier dieses Thread Window, da kommen wir vielleicht mal zum ersten Mal. Wir sehen hier jetzt unten eben die Threads, die wir gerade haben. Kann ich noch näher hinzoomen, ist die Frage. Ja, das wird schlecht. Lassen wir es mal so. Und wir sehen hier, wir sind eben nicht in diesem Main-Thread. Dieser Main-Thread ist nämlich in Hello World Program Main. Und wenn wir hier drüber gehen, können wir auch sehen, das ist der Call-Stack, wo wir uns gerade befinden. Und wir sind hier eben in Console-Readline und intern ruft eben Console-Readline noch Textreader, Readline, Streamreader, Readline und hier eben ReadBuffer, Read, ReadFile, Native. Und dann haben wir ja eine Manage to Native Transition, das heißt, wir verlassen hier die Gefilde von C-Sharp und finden uns wahrscheinlich in C wieder oder in C++. Also wir haben hier eben den Übergang von der CLR zu einem
einer nativen Ausführung. Aber wie wir hier sehen an diesem Pfeil, wir befinden uns tatsächlich nicht in diesem Main-Thread, in dem eben unsere Applikation startet. Hier sieht man übrigens die ID dann auch dieses Threads, sondern wir befinden uns eben auf einem Worker-Thread. Und hier sehen wir eben, wie das Ganze gestartet wird. Wir haben hier einen Perform-Wait-Callback, dann wird irgendwas dispatched, das heißt eben eingereiht letztendlich. Dann wird hier eben für ein I-Thread-Pull-Work-Item execute work item aufgerufen, dann wird eben execute entry, execute with thread local und so weiter, dann wird hier eben run aufgerufen und so weiter, bis wir dann irgendwann mal bei task.execute sind, hier dann ein inner invoke, das wird wahrscheinlich eine private Methode sein, und dieses inner invoke sorgt dafür, dass unser delegate aufgerufen wird, eben mit erzeuge ticks in der Methode, in der wir jetzt gerade sind. Das ist eben eine Möglichkeit, wie man sehen kann, auf welchem Thread man sich gerade befindet. Wenn wir jetzt wieder nochmal rausgehen und unter Debug schauen, unter diesen Windows, gibt es aber auch noch Parallel Stacks. Und das ist eine Visualisierung, in der wir eben sehen können, welche Threads gerade existieren und wo wir sind. Wir sind eben hier auf einem Hintergrund-Thread. Hier ist unser Main-Thread und wir sehen auch hier, wir haben noch zwei andere Threads, von denen wir gar nichts wissen. Das ist üblicherweise so, dass eben das .NET-Framework selbst automatisch Threads startet für die CLR, die eben bestimmte Funktionalität noch ausführen. Also ich kann mir vorstellen, dass einer dieser Threads eben oder wir sehen auch hier, dass eigentlich 9 Threads sichtbar sind. Einer wird eben für den Garbage Collector sein, den wir uns in einem späteren Teil noch anschauen werden. Und ansonsten sind, okay, wir sehen hier, dass auch einige Threads schon destroyed sind, also nicht mehr vorhanden. Und wir sehen eben hier, das sind die drei aktiven und, also Entschuldigung, die vier aktiven und zwei dieser Threads, die nutzen wir eben hier. Ich zoome nochmal hin, damit man es ein bisschen besser sieht. Hier sind drei Threads, die eben hier aus diesem entstanden sind und das ist der Hintergrund-Thread, auf dem wir gerade laufen mit unserer Erzeuge-Ticks-Funktion. Also wie gesagt, das kann man sich anschauen, indem man während des Debuggings, wichtig, das muss während des Debuggings sein, wenn Sie gerade coden und ein Programm nicht ausführen, finden Sie diese Fenster nicht. Das finden Sie eben unter Debug oder Debuggen auf Deutsch eben. Einmal eben Parallel Stacks, wird wahrscheinlich parallele Stapel auf Deutsch heißen, wenn man es jetzt mal direkt übersetzt. Und dann gibt es eben dieses Threads-Fenster, das man sich auch anschauen kann. Okay. Und wir sehen eben, wenn wir in diese Methode einmal reinkommen, dann gibt es hier eben, werden wir dieses Intervall berechnen, das sind die besagten 500 Millisekunden. Wir stellen uns eine Timespan, die eben 500 Millisekunden lang ist. Dann lösen wir diesen Tick aus. Der ist natürlich nicht null, weil wir eben hier an dieser Stelle Sachen hinzugefügt haben. Das heißt, wenn wir das hier auslösen, sind wir letztendlich hier bei Hör zu. Über den Delegate wird eine Methode, die wir spezifiziert haben, hier mit ausgelöst. Wir geben das auf der Konsole aus. Tick ist vorbei, wir schlafen. Schlafenszeit ist vorbei, sind bloß 500 Millisekunden. Wir überprüfen wieder, soll diese While-Schleife stoppen? Wenn nicht, lösen wir das Event aus. Und thread.sleep interval und so weiter. Das wird immer wieder durchgeführt. Sie könnten jetzt natürlich fragen, ist es vielleicht sinnvoll, dass wir dieses Ding hier nur einmal überprüfen und zwar eventuell hier oben. Also dass wir hier irgendwie reinschreiben eben if tick ungleich 0, ne? Weil dann müssten wir ja gar nicht starten, dann könnten wir hier beispielsweise einen Return machen. Nein, das ist nicht gut. Sie sollten immer, wenn Sie ein Event auslösen, überprüfen, ist der null oder nicht. Der Punkt ist ja, dass Sie selber innerhalb Ihrer Klasse gar nicht mitkriegen,
ob dieser Event ausgelöst wurde oder ob sich jemand auf diesen Event registriert hat oder nicht. Deswegen kann es auch sein, dass quasi hier innerhalb dieses Thread.sleeps, was ja auf unserem Hintergrund-Thread ausgeführt wird, auf einem anderen Thread gesagt wird, ja, jetzt möchte ich nicht mehr an diesem Event teilnehmen, brauche ich nicht mehr, aus was auch immer, für welchen Gründen. Deswegen immer beim Auslösen überprüfen, ist dieser dazugehörige Delegate null oder nicht. Immer. Tun Sie es nicht anders. Immer beim Auslösen überprüfen, ist das Ding null, weil Sie einfach innerhalb Ihrer Klasse nicht die Annahme machen können, ja, zwischen dem Stück Code und dem Stück Code wird sich schon keiner deregistriert haben, sodass das Ding dann plötzlich null wird. Diese Annahme können Sie einfach nicht machen. Okay, und wir sehen, das läuft eben immer munter weiter. Und ich nehme jetzt auch mal diesen Breakpoint hier raus und lasse die Applikation einfach weiterlaufen. Wir sehen, hier kommen die Ticks. Und wenn ich dann irgendwann eben Enter drücke, dann ist es vorbei. Und wir gehen aus der Applikation raus. Also wir sehen, nochmal kurz zusammengefasst, Plus ist gleich auf Events, ruft Add auf. Analog eben Minus ist gleich würde Remove aufrufen. Das sind eben diese beiden speziellen Methoden, die im Prinzip genauso funktionieren wie bei Eigenschaften. Man hat hier eben das Schlüsselwort Add, ansonsten gibt man bei dieser Methode nichts an und kann dann eben über Value auf den übergebenen Wert zugreifen. Genauso bei der Remove-Methode. Also das kennen wir schon von Get und Set, bloß dass es da etwas anders ist. Aber vom Aussehen her ist es komplett gleich und die Syntax dazu ist auch ähnlich. Und ansonsten eben haben wir gesehen, wie Multithreading geht. Wir haben uns angesehen, wie wir Auskunft kriegen, welche Threads laufen denn gerade. Entweder Parallel Stacks oder das Thread Window. Und wir haben eben gesehen, dass hinter Events nichts anderes als ein Multicast Delegate im Normalen steckt. Und wichtig, wenn Sie Events auslösen, immer genau vorher überprüfen, ist das Ding null. Also das ist noch nicht mal der richtige Weg, um das zu machen. Wie man es eigentlich machen sollte, ist, man kopiert sich diesen Event, oder Entschuldigung, diesen Delegate in eine neue Variable. Was hier passiert ist, dass eine Kopie dieses Delegates erstellt wird mit der kompletten Aufrufliste, die man hat. Und eigentlich müsste man auch, das ist keine atomare Funktion, im Sinne von Multithreading müsste man hier auch noch einen Log rummachen, wenn man sich wirklich ganz sicher sein soll, dass man das hat. Und dann überprüft man eben diesen Händler auf Null und wenn sich dann während dieser Operation und der Thread würde unterbrochen, eben jemand anderes auf Tick registriert, dann ist das für uns erstmal kein Problem, weil Händler eine Kopie dieses Ticks ist und wenn sich eben innerhalb dieser Überprüfung jemand auf Tick registriert oder deregistriert, dann ist das uns in dieser Hinsicht egal. Also eigentlich sollte man das so machen. Für unser Beispiel ist es aber nicht erheblich, dass wir das genauso machen, weil wir eben bloß hier diese uns einmal registrieren und wir haben niemals das Problem, dass sonst etwas hier dazwischen funkt. Und wichtig aber trotzdem, überprüfen Sie, ob Ihr Delegate dazu null ist. Ja, das war es eben im Hinblick auf Events. Wie setzen wir Events ein? Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und im nächsten Video schauen wir uns die Kurzschreibweise für Events an, die man eben üblicherweise einsetzt, anstatt dieser langen Schreibweise hier oben. Ich sage vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und bis bald.